Lerne deine Traumsprache mit nur 5 Minuten am Tag, mit 8 Minuten am Tag oder vielleicht auch mit 12 Minuten am Tag. Solche Behauptungen liest man relativ häufig und in diesem Video möchte ich kurz darauf eingehen, wie realistisch das Ganze tatsächlich ist. Generell hört sich das natürlich sehr, sehr schön an, denn wer von uns hat denn nicht ein paar Minuten pro Tag übrig, vor allem wenn es um eine Sache geht, die wir tatsächlich sehr gerne lernen möchten. Das Problem dabei ist, dass es aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung eher ja, eine Art Marketing-Gag ist oder Marketing-Trick, kann man vielleicht auch sagen. Denn tatsächlich, um ein gutes Niveau zu erreichen, mit dem wir uns relativ frei unterhalten können, bedarf es meiner Erfahrung nach deutlich mehr als ein paar Minuten pro Tag. Das Problem natürlich ist, jeder hat vielleicht eine andere Definition davon, was heißt denn lernen? Lerne die Sprache mit 5 Minuten am Tag. Was heißt denn lernen? Ich habe die Sprache gelernt. Das kann vieles heißen. Es kann heißen, ich kann ein paar Sätze sprechen oder das kann heißen, ich kann mich super unterhalten. Und natürlich können wir auch mit ein paar Minuten pro Tag etwas lernen. Die Frage ist nur, wie viel können wir lernen? Und aus meiner Sicht ist die Antwort nicht besonders viel. Wenn wir das mal vergleichen, wenn ihr jetzt vorhabt, zum Beispiel ein Musikinstrument zu lernen. Ich habe auch noch nie ein Instrument gelernt, ja, aber ich habe es schon mal ein bisschen versucht. Und man merkt sehr schnell, okay, ich glaube, mit 5 Minuten am Tag Klavier üben oder Keyboard üben, komme ich wahrscheinlich auch nicht allzu weit, wenn ich wirklich schnell vorankommen möchte. Wie viel pro Tag sollte man denn jetzt lernen? Naja, also so viel wie möglich natürlich, aber natürlich hat jetzt auch nicht jeder von uns Zeit und vielleicht auch Lust, jetzt stundenlang am Tag Sprachen zu lernen. Aber tatsächlich ist es möglich, mit relativ wenig Aufwand viel sich mit der Sprache zu beschäftigen. Wer dem Kanal schon länger folgt, der wird wissen, dass ich ein großer Freund bin von Anki, ja, also für das ist quasi ein digitales Karteikartensystem und auch von Link. Ja, zu beiden habe ich auch Videos gemacht zur Erklärung. Link, da gibt es quasi sehr, sehr viele Lerngeschichten, die man auch kostenlos nutzen kann, kostenlos lernen kann, sich anhören kann. Und ich würde sagen, wenn man das beides zum Beispiel pro Tag, ich sag mal 20 bis 30 Minuten benutzt, ist das schon mal eine sehr, sehr gute Basis. Und dann haben wir natürlich eigentlich täglich sehr viel Zeit, die wir normalerweise mit irgendeiner Art von Inhalten verbringen oder Medien. Ja, sei es jetzt Netflix oder YouTube-Videos oder Podcasts. Da gibt es Bücher, ja, Musik, da gibt es ganz, ganz viel, was wir uns tagtäglich anhören. Und tatsächlich, wenn wir das mal durchrechnen, wenn wir jetzt wirklich ganz rigoros, muss man natürlich nicht machen, ja, aber wenn wir das wollen, ganz rigoros alle Inhalte in die Zielsprache umtauschen. Ja? Ab jetzt sagen wir, ihr lernt Spanisch und jetzt guckt ihr euch nur noch Sachen auf Spanisch an, hört nur noch spanische Musik, lest ein spanisches Buch und so weiter und ihr werdet schnell merken, wow, da komme ich aber ziemlich schnell auf 1,5 Stunden. Ja? Und dann würde ich auf jeden Fall noch empfehlen, ab und zu mit Muttersprachlern zu sprechen. Ist in meinen Augen sehr, sehr essentiell. Und wenn man das jetzt, sagen wir mal, 2-mal pro Woche macht, sind 120 Minuten, dann kommen wir auch schon auf, naja, ungefähr 15 Minuten pro Tag noch on top. Ja, und da seht ihr ganz schnell, okay, da bin ich wahrscheinlich tagtäglich bei fast 2 Stunden. Ja, wenn ich das wirklich mir so anteile. Und wie gesagt, die meiste Zeit davon ist ja eher passiv, die wir sowieso zur Verfügung haben. Allerdings klingt das natürlich nicht allzu sexy, ja, wenn ich jetzt sage, hey, lern die Sprache mit nur 80 Minuten am Tag. Naja, das klingt jetzt nicht allzu attraktiv, aber wenn man sich das wirklich logisch vorstellt, ist das auf jeden Fall machbar. Wie gesagt, 70-80% davon ist eben die Zeit, die wir normalerweise mit anderen Inhalten verbringen würden. Ja, und ja, ich denke, vielleicht gibt euch das ein bisschen ein realistischeres Bild. Vielleicht denken auch manche Leute, wow, ich habe doch jetzt jeden Tag 10 Minuten gelernt, aber irgendwie kam jetzt doch nichts mehr raus. Ja, der Grund ist, das ist einfach nicht genug aus meiner Sicht. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel jemanden fragt, sagen wir Ausländer, die sehr, sehr gut Deutsch gelernt haben, wenn ihr die fragt, wie viel hast du denn pro Tag gelernt damals?
Ich bin mir zu 99% sicher, dass die nicht antworten, ja, ich habe so ungefähr 8 Minuten pro Tag gelernt. Also auf jeden Fall nicht, die haben auf jeden Fall extrem, extrem viel gelernt. Natürlich sollte man diese Zeit auch effektiv nutzen, dafür ist ja auch dieser Kanal da, um eben auch die Lernzeit möglichst effektiv nutzen zu können. Nur weil du viel machst, heißt das nicht, nur weil ihr viel macht, heißt das nicht, dass wir dann auch super viel lernen. Ja, also das ist auch eine Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte. Und ja, ich persönlich denke, wenn ich jetzt auf meiner Website schreiben würde, hey, lern jetzt mit diesem Kurs mit 13 Minuten am Tag die Sprache, ich könnte mir gut vorstellen, dass sich das Ganze besser verkauft. Also ich bin zufrieden, wie das alles läuft, alles gut. Ich könnte mir nur vorstellen, dass das einfach besser klingen würde. Aber ich mache es bewusst nicht, weil ich einfach denke, das ist nicht wirklich ehrlich. Okay? Und ja, dieses Video, um euch vielleicht ein bisschen realistischeren Blickpunkt zu geben auf das Thema. Und kommentiert auch gerne, wie viele Minuten pro Tag ihr lernt, was ihr für realistisch haltet. Und ja, wenn ihr hier neu seid, dann abonniert gerne den Kanal. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Guckt auch gerne auf meiner Website vorbei, polyglotakademie.de. Und damit bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Lernen.